Hallöchen und willkommen zurück hier bei euren Rob auf der Catalyst LE gegen einen Protoss, gegen den Tankrill. Und zwar muss ich euch leider sagen, ich habe etwas innere Probleme. Ich hoffe, die Leitung ist diesmal stabil. Bei der Wärme schlägt irgendwie mein Internet immer durch und ich verliere die Verbindung. Dadurch kamen auch jetzt die letzten zwei Tage leider keine Videos. Wir bitten euch um Verzeihung. Aber der Muttibär müsste heute auch wieder aufnehmen und ich habe jetzt gerade Internet, also nehme ich jetzt auf und ich hoffe, das Spiel hält es durch. Vielleicht können ein paar kleine Mikrolags dabei sein. Ich hoffe natürlich nicht, aber wir werden sehen. So, gegen den Brodos. Das heißt, wir probieren einfach nochmal den Rutschalin. Ist eigentlich immer recht gut. So, dann heißt der Overlord, der muss hier hinfliegen. Overlord auf die 2, zur Base zurück. Wir brauchen einmal Gas. Wir brauchen eine Troll. Und nochmal Gas. Und noch eine Drone. Und als nächstes den Pool. Ist halt wie gesagt immer ein All-In. Aber mal zum Warmspiel lange nicht gespielt. Im 1 vs 1. Und mal gucken, wie der Dia-Spieler reagiert. Ich hatte vorhin ein Spiel, was ich irgendwie nicht aufnehmen konnte. Da wurde ich Cannon rushed. Und konnte es aber sehr gut verteidigen. Und habe danach halt einfach den Virtual in gespielt. Und ja. Da hat man als Tostang keine Chance mehr. So, wir brauchen mehr Overlords. Die kommen jetzt. Gasbot genommen. Danach kann ich dann den Virtual nehmen. 2, 3 Drohnen noch dazu. Ich werde gescoutet, das ist sehr schlecht. Ne, mal gucken, ob er daraus was machen kann. Vielleicht ext er auch, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Er sieht auf jeden Fall, dass ich nicht exe. Ja, das kann er machen. So, den nach vorne setzen und wir brauchen noch mehr Drohnen. Am Gas und dann als nächstes ein Overlord und danach müssen wir einen Lappen sparen. So, der fliegt dann mal dahin. Er sieht dann zwar die Roaches, aber das ist mir auch egal. So, scouten muss ich nicht, weil wie gesagt, spiel noch in. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Ich habe dann nicht mehr so viele Alternativen. Overlord kommt, der Overlord ist gleich vorn. Okay, er hat dazu gemacht. Gate Schmiede, das ist okay für mich. Roaches bauen, Overlord verstecken. Zweiten Overlord, wie gesagt, dahin, das. Und ich brauche mehr Roaches. Noch eine Roach. Und dann als nächstes gleich Morphin. Noch einen Obi, damit ich mir Roaches bauen kann. Naja, eine Schmiede kann auch mir aus bauen, ich habe bessere Range. Minute 3, boah, ich bin ein bisschen später heute. Aber ich bin von. So, Waypoint setze ich einmal nach vorne. Baue weitere Roaches. Theoretisch müsste ich das gesehen haben. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich habe noch nicht geext oder ich exe. Mal gucken. Er hat noch keine weiteren Truppen, aber irgendwas baut er doch da. So, Waypoint nach vorn. Hier hin und Feuerwerk. So, da sind wir da auch schon durch. Mehr Overlords. Cutten wir jetzt mal die Schmiede weg. Und jetzt mal die Cannons. Ich krieg die Cannon nicht, irgendwie so. Blöden Battery. Okay, er baut Mass Cannons. Ja,
brauche mehr Roaches. Wobei meine Puppen. So, du musst nach hinten, ihr müsst vor den nächsten Beil spotten. Beil setzen und zurück. Ich brauche mehr Roaches, kommt Roaches. Ich würde sagen, es ist fast vorbei, weil meine Nachzügler kommen halt einfach nicht. Warum kommen die denn alle nicht? Nehmen wir mal nebenbei noch eine Echse. Aber eigentlich ist es vorbei. So, ich brauche noch mehr Roaches, brauche mehr Overlords. Ich brauche noch Stalker. Ich brauche Linge dazu. Meine zweite Base noch. Was brauche ich hier gerade? Eine Queen, okay. Ich muss noch Linge ab Speed nehmen. Ist gerade nicht so eine geile Runde. Drücken es aber einfach mal durch. Genau jetzt. Okay, ich habe zu wenig. Aber er hat auch nicht unbedingt viel mehr Echo als ich, denke ich mal, hoffe ich mal. Ich werde meine Overlords retten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und dann Runbase setzen, wenn es klappt. Sobald ich Speed durch habe. So, wir haben jetzt Speedlinge. Batteries, ich komme nicht durch. Doch, ich komme durch. Sehr gut. Ich will nur deine Main. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Was kommt hier noch? Zwielicht. Boah, hier die Drones machen nicht. Das ist richtig gut. So, wir gehen einfach mal auf Muten. Mal so viele. Hallo? Ich habe ja keinen Waypoint. Doch, habe ich. Irgendwas haut nicht hin gerade. Auf jeden Fall nicht so eine geile Runde.
Und wir spielen halt auch einfach mal Bunker. Und sammeln noch mehr Minerals. So, jemanden ins Dings setzen. Gucken, dass er die dritte nimmt. Theoretisch müsste ich eine dritte nehmen. So, nochmal hochdrohen. Ja, er will die dritte gerade nehmen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Dann schauen wir mal, wie sein Mikro ist. Okay, aber der Schildbatterie ist ohne Ende. Nimmt die dritte und wir machen gleich einfach den Muta-Switch und müssen auch eine dritte nehmen. Theoretisch gleich noch eine vierte dazu. Wenn man hinten ist, muss man exen. So, und gleich Mutas. Geht noch nicht. Brauche ich noch ein paar Linge. Noch mehr Overlords, noch mal ein paar Injects. Also will das souverän runterspielen. Ich brauche etliche Muten, sonst wird das gar nichts. Er macht Schildbatterien. Und Mass Cannons. Also schön einbunkern. Okay, dann spielen wir das halt so, wenn er so möchte. Er nimmt Phoenix, kam jetzt Phoenix. Möchte er wirklich Phoenix spielen auf einmal? Scheint so. Auch mehr Vespingas. Mars Cannons und Schildbatterien, aber das ist nicht so meins. Schauen wir doch mal. Nehmen wir noch einen Tech weg. Nehmen noch mehr Gas dazu. Gas brauche ich nämlich unbedingt. Nehmen hier noch mehr Gas. Schön hier noch ein paar ab. Und haben dann doch noch gewonnen. Ist ja Wahnsinn. Also eigentlich war er da vorne. Er hätte mich da einfach besiegen können. Das ist natürlich jetzt ein ganz komisches Ding. Warum er das jetzt auf einmal aufgibt und rausschmeißt, er war doch vorn. Warum hat er nicht attackiert? Er war einfach nur vorn. Er war an Ressourcen vorn, er war an Upgrades vorn, er war am Wert der Armee, weil hier so weit vorne hätte er einfach nur angreifen brauchen. Tja, ich würde sagen, GG, wir sehen uns in der Endcode. Nicht so ein geiles Spiel, aber naja, bis dahin. Und damit sind wir schon in der Endcode. Wie gesagt, ich habe leider etwas innere Probleme, es ist immer mal weg bei der Hitze. Die letzten zwei Tage hatte ich gar kein Internet, heute hatte ich früh kein Internet, jetzt gerade. Ich hoffe, für ein Upload reicht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen möchte, kann uns natürlich auch wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben findet ihr dann ein StarCraft-Projekt und unten rechts ein anderes Projekt von uns. In diesem Sinne, schaltet auch morgen wieder ein und tschüss, eure Mutti Bermande.